bin mehr oder weniger da aufgewachsen. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr quasi hier und bin schon auch bei der Trudi Pritzi auf der Schoß gesessen, noch als Kind. Und so ist mir das Tischtennis quasi in die Wiege gelegt worden. 40 oder 50% unserer Stammkunden kommen schon seit 30, 40 Jahren hierher und die schätzen einfach diesen alten Flair und dieses familiäre Umgehen miteinander. Das sind da immer dieselben Leute. Und die Frau Polena gibt es auch noch. Hm? Man fühlt sich einfach wohl, weil es erinnert einem an die Jugendzeit im Prinzip. Es ist einfach nicht retro, sondern es ist einfach unsere Jugend gewesen. Also wir sind auch von der Schule hergekommen. Die Schule hat uns dann durchaus in die Tischtennishallen gebracht. Da haben wir dann ein bisschen gelernt, das zu machen. Und jetzt habe ich meinen lieben alten Freund wieder getroffen und wir haben gesagt, kennt man wieder mal. Und seit 2 Jahren spielen wir regelmäßig. Wir sind darauf gekommen, dass es die älteste Tischtennishalle der Welt ist. Also es gab auch in China in der Form noch keine Tischtennishalle. Es war so, dass 1932 ein gewisser Herr Heitzmann, den Vornamen weiß ich leider nicht mehr, diese Tischtennishalle quasi eröffnet hat. Und die Trudi Pritzi dann später, ich weiß aber leider nicht mehr das genaue Datum, ist bei ihm eingestiegen. Und dann haben sie es zusammengeführt. Meine Eltern haben das dann aber so circa vor 47 oder 48 Jahren von der Trudi Pritzi übernommen und weitergeführt. Also ich mag die Halle so weiterführen, wie sie dasteht, weil ich dieses alte Flair auch miterlebt habe und ich möchte es gerne im Sinne von meinen Eltern. Mein Vater ist leider verstorben mit 66, zu früh. Aber ich möchte das gerne in diesem Sinne weiterführen, weil meine Eltern haben diese Halle sehr geliebt. Und meine Mutter kann aus Altersgründen das auch nicht mehr und die war wirklich sehr lange hier. Und ich versuche diesen ganzen Charme und diese ganze soziale Kompetenz, die auch hier ist, ein bisschen hier auch zu halten und zu bewahren.